Warum ich meine Massephase frühzeitig beende, erfahrt ihr in diesem Video. Yo Freunde und willkommen zu einem neuen Video. Wie ihr ja wisst, bin ich jetzt schon ziemlich lange, also was heißt lange, 4 bis 5 Monate im Aufbau. Und ich habe es ein bisschen mit dem Motto Eat Big, Get Big übertrieben. Ich habe sehr, sehr viel jeden Tag gegessen, habe zwar auch hart trainiert und mit Sicherheit viel Muskeln aufgebaut, aber ich bin mittlerweile an dem Punkt, wo ich mich überhaupt kein bisschen mehr wohlfühl. Ich wiege jetzt mittlerweile fast 100 Kilo, so um die 99,5. Deswegen möchte ich ankündigen, dass ich jetzt noch in der Woche, wo wir in Mallorca sind, mir ordentlich gönnen. Wir haben All-Inclusive gebucht. Ich werde dann nochmal richtig schön das gute Essen genießen. Und dann heißt es für mich, ab in die Diät. Ich werde wieder Kilos verlieren. Und ich werde mit Sicherheit nächsten Aufbau nicht mehr so viel Überschuss fahren. Also ich werde garantiert das Ganze ein bisschen langsamer angehen. Ich bin mir hundertprozentig sicher, dass ich jeden Tag so 3500 bis 4000 Kalorien gegessen habe. Und dazu habe ich auch noch relativ ungesund teilweise gegessen. Ich habe richtig Bock auf Diäten. Ich bin richtig heiß aufs Diäten. Wie werde ich jetzt in der Diät vorgehen? Ich werde jetzt erstmal langsam die Kalorien senken. Ich denke mal, ich gehe jetzt so auf 2500 erstmal runter und halte das eine lange Zeit. Damit werde ich auch gut abnehmen und ja, mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt. Ich werde euch auf jeden Fall wieder mitnehmen in meiner Diät. Es wird wieder Diätessen geben, sage ich mal. Ich werde euch zeigen, wie ich das zubereite. Ich werde euch die Nährwerte zeigen. Ich werde jetzt auch wieder in der Diät werde ich auch wieder konsequent tracken auf jeden Fall. Ich werde meine Makros wieder richtig anpassen. Ich werde so, ja, 2 Gramm bisschen so 2 Gramm Eiweiß pro Körpergewicht essen, damit fahre ich einfach am besten. Ich finde auch, Eiweiß sättigt mich am besten. Ich werde wahrscheinlich auch wieder jeden Abend meine 500 Gramm Magerquark essen. Magerquark mit Flavedrops, es gibt nichts Geileres. Ich freue mich richtig auf meinen täglichen Magerquark. Ja, und dann diät ich 2 Wochen und dann sage ich, oh, jetzt wäre ich wieder gerne im Aufbau. Nee, Leute, ich werde es echt diesmal richtig wieder knallhart durchziehen. Abnehmen ist schon eigentlich immer das, was ich am besten kann. Essen kann ich auch sehr gut, aber ich esse dann echt, wie schon gesagt, immer zu viel. Und da muss ich mich dann auch zusammenreißen manchmal. Ich bin ja eigentlich nicht so dieser Fan vom Lean Bulk, aber ich habe ganz klar viel zu viel Fett aufgebaut. Ich habe jetzt innerhalb von 5 Monaten von 75 Kilo auf fast 100 Kilo, das sind 25 Kilo plus, das ist zu viel, Leute. Ich habe zwar auch gut an Kraft dazu gewonnen, ich bin jetzt bei 95 Kilo 5x5 im Bankdrücken. Am Ende von meiner Diät war ich bei, ich glaube, bei 80 5x5. Also die Kraftwerte haben sich in allen Übungen verbessert. Das ist ja auch das Ziel vom Aufbau, dass man kräftiger wird, dass man stärker wird und halt Muskeln aufbaut. Ja, und jetzt ist es das Ziel in der Diät, dass ich so weit wie möglich die Muskeln erhalte. Deswegen muss ich auch ausreichend Protein essen. Und ich darf nicht zu tief mit den Kalorien gehen. Ja, das Ziel ist es, die Muskeln zu erhalten und das Fett zu verlieren. Im Aufbau ist es ja das Ziel, Muskeln aufzubauen und so weit wie möglichst wenig Fett aufzubauen. Das ist bei mir in diesem Aufbau ein bisschen in die Hose gegangen. Ich bin ja jetzt noch nicht so lange in dem Sport und musste auch noch meine Erfahrungen sammeln und die teile ich ja mit euch. Ich teile meine Fehler mit euch. Also wenn ihr in den Aufbau geht, Leute, schaut, dass ihr nicht zu viel esst. Außer ihr seid 1,90 Meter groß, schlank wie eine Bohnenstange, dann könnt ihr echt richtig schön reinscheppern. Mein Körper ist eher so, dass er recht schnell Fett ansetzt, wenn er zu viel Nährstoffe geht. Mein Fehler war auch, dass ich einfach zu schnell die Kalorien erhöht habe und die ganzen Hormone und so sich noch nicht angepasst hatten. Aber naja, Leute, man lernt aus seinen Fehlern. Das ist das Wichtigste im Sport. Man muss seine Erfahrungen machen. Jo. Also Leute, ab September geht's für mich in die Diät. Ich hoffe, ihr begleitet mich bei meiner Diät. Schreibt mal eure Erfahrungen gerne in die Kommentare, die ihr mit dem Aufbau gemacht habt, ob ihr schon ähnliche Erfahrungen mal gemacht habt. Ja, das war's dann mit dem Video. Lasst auf jeden Fall einen Like da und über ein Abo würde ich mich auch freuen. Dann verpasst ihr auf jeden Fall nichts mehr hier. Haut rein, Freunde. Peace. Schöner Klaus.